Sessions und ich werde heute euch etwas erzählen über das CMS Drupal. Grundsätzlich, also bitte jetzt nicht irgendwie übernehmen, aber holländischen Namen liegen mir nicht so. 2001 wurde Drupal vom Dries Buytaert, das ist ein Belgier quasi, als Open Source Projekt online gestellt, von ihm ursprünglich rein als Message Board entwickelt. Haben das natürlich einige oder sehr viele Leute ein großes Potenzial darin gesehen, weshalb sie gesagt haben, bitte stell es öffentlich, wir wollen das alle weiterentwickeln. Und das hat 2003 dann einen irrsinnigen Schub gekriegt, als Howard Dean, der damalige US-Präsidentschaftskandidat, nach einem CMS gesucht hat, das halt auch Multisite-Installationen handhaben kann. Die Ironie an dem Ganzen ist, dass in der aktuellen Version Drupal 8 genau dieses Multisite-Projekt gekickt wurde, weil man es einfach heute nicht mehr macht. Wie eben gesagt, ist von der Verbreitung her, es ist Drupal 8 jetzt gerade am Start und 1,1 Millionen Installationen weltweit zählt es eigentlich zu den gängigsten oder führendsten CMS. Die Zahlen sagen natürlich jetzt nicht alles aus, weil, wie so schön, es gibt so bei WordPress oder sowas wahrscheinlich über 11 Millionen Installationen weltweit. Die Frage ist immer, wo wird es eingesetzt? Ist es ein persönlicher Blog, ist es ein E-Commerce-System, ist es ein Government-Solution? Die größten Vorteile liegen definitiv einerseits in den hohen Sicherheitsstandards, genauso wie in der Flexibilität des Systems und in der Lastbeständigkeit. Das ist auch der Grund, warum viele große Unternehmen, NGOs oder auch Behörden das einsetzen. Als Referenzen könnte man zum Beispiel IKEA, Tesla, die Vereinten Nationen, UNESCO, OSCD und so weiter nennen. Oder auch Twitter zum Beispiel, die Landingpage von Twitter ist auch auf Drupal basiert. Und Drupal ist im Moment in 112 Sprachen verfügbar. Also das heißt, wenn man den Drupal Core herunterladet, installiert, kann man sich die Sprache aus 112 Varianten auswählen. Was ich eingangs noch nicht erwähnt habe, Drupal ist eigentlich kein fixfertiges CMS, sondern eigentlich kann es viel mehr als ein CMF, als ein Framework gesehen werden, aus dem ich mir mein persönliches CMS aufgrund meiner Bedürfnisse wirklich maßgeschneidert anpassen muss. Im Core zum Beispiel gibt es natürlich, wenn wir jetzt einen Blog für einen Webpoint im Core runterladen, das Blogmodul aktivieren und kann sofort irgendwie mit meinem Blog loslegen. Aber es gibt natürlich darüber hinaus weitere Features, wie zum Beispiel das Drupal Commerce System, da gibt es auch Varianten, eben so wie Kickstart, dass ich einfach installiere und dann fixfertig im Shop zur Verfügung habe. Etwas, was auch noch ein Vorteil ist gerade was die Sicherheit anbelangt. Also Drupal hat bis auf letztes Jahr, muss man leider sagen, noch nie das Problem gehabt, dass es irgendwo Sicherheitslücken gegeben hätte, die jetzt wirklich kritisch waren. Letztes Jahr, dass ein User ins Forum gepostet hat und gesagt, naja, das eine Modul, ist das nicht ein bisschen problematisch? Das Eintrag wurde sofort vom Security-Team entfernt, weil sie festgestellt haben, dass da jahrelang eine Sicherheitslücke existiert hat, die ein normaler User auf einmal entdeckt hat. Es wurde aber ein Sicherheitspatch dafür herausgeben und jeder konnte den sich runterladen und die Seite war wieder sicher, war bisher das Einzige. Auch was die Rechteverwaltung anbelangt, in Drupal kann man verschiedene Benutzerrollen anlegen. Es gibt von Haus aus schon mal 4 Benutzerrollen, die von der Installation aus vorgegeben werden. Aber darüber hinaus kann ich, ob ich jetzt einen Blogbeitrag online schalten darf, editieren darf, ob ich auf gewisse Felder zugreifen darf, ich kann es wirklich komplett individuell handhaben und dementsprechend meinen eigenen Mitarbeitern die Rolle zuweisen, für die sie berechtigt sind und habe kein Problem, dass der irgendwas veröffentlicht, irgendwas löscht, was ich eigentlich gar nicht dürfte. Vom Deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wurden 2013 4 CMS-Systeme auf der Sicherheit geprüft. Ja, Drupal schnitt dementsprechend als allerbestes CMS auch gefolgt von Joomla, Drupal 3 und WordPress. Zu den Basics von Drupal zählt auf alle Fälle auch die Mehrsprachigkeit, wie eingangs erwähnt, und natürlich die Flexibilität durch die Open Source Entwicklung. Man kann auf Drupal.org eine Menge an Modulen runterladen, wobei man kann diese selbstverwenden, weiterentwickeln, ganz nach Lust und Laune. Und eingangs noch zu der Frage wegen Open Source und Closed Source. Grundsätzlich ist es so, die General Public License 2 ermöglicht es
Agenturen nicht mehr so wie früher ein Nutzungsentgelt zu verlangen, wenn sie das zum Beispiel für den Kunden jetzt entwickelt haben. Sobald ein Projekt auf dem Kundenserver ausgeliefert wird, unterliegt das der GPL2-License und das ist eigentlich Eigentum des Kunden und der Kunde kann es weiterverwenden und weiterarbeiten an dem. Also sollte irgendwer mal sagen, na, von wegen, das ist unser Eigentum, sie zahlen ein Nutzungsentgelt, wenn es auf ihrem Server liegt, ist es auch ihr Eigentum. Und ja, also Security Team gibt es natürlich auch eins. Und zu den Mitgliedern zählt auch ein Wiener, das ist der Klaus Burer. Die treffen sich regelmäßig eigentlich, oder mehr oder weniger jeden Tag, besprechen aktuelle Issues, die gepostet wurden, untersuchen die genauer und sollte es eben irgendeine Updates benötigen oder so, entwickeln diese mit einer Community zusammen die und stellen die nachher dann online. Und man kann natürlich einen automatisierten Updates-Verlauf auch auswählen. Dann kommen wir mal zum Backend von Drupal. Wie man sieht, das ist sehr übersichtliche, klare Ansicht. Die, in Drupal auch View genannt, diese Tabelle, die ich unterhalb sehe, kann natürlich individuell erweitert werden. Das ist jetzt einfach wirklich nur für die Menüübersicht. Aber ich kann in diese View alle möglichen Elemente noch reinpacken, die ich jetzt gerade brauche. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt Artikel gelistet bekomme oder so, wer hat den Artikel angelegt, zu welchem Zeitpunkt, dann kann ich genauso wie auch die Benutzerrolle zum Beispiel von dem anzeigen lassen oder in welchem Bereich das publiziert wurde. Ja, Drupal ist halt wirklich anpassbar auf die Bedürfnisse von den Kunden. Das ist der Editiermodus von einem Artikel zum Beispiel. Wo ich sage, das darüber ist kein Visivic Editor. Visivic Editoren haben ihre Daseinsberechtigung, aber nur wenn sie komplett reduziert sind von der Funktionalität. Weil ansonsten dürfen sie sich eventuell nicht wundern, dass irgendwann einmal, gerade was responsive Webseiten anbelangt, irgendwo was nicht mehr zusammenstimmt, weil das einfach ein schlechtes Markup oder zumindest HTML ausgibt oftmals. Was das Frontend betrifft, ich habe Ihnen da eine Seite von uns mitgebracht, von unserer neuen Website, aber grundsätzlich betrifft das eigentlich alle CMS, alle gängigen. Jede Internetseite, die Sie irgendwo schon mal aufgegabelt haben, kann eigentlich mit einer vernünftigen CMS dargestellt werden. Also da sind im Frontend, wie gesagt, überhaupt keine Grenzen gesetzt, sondern das ist dann einfach nur persönlicher Geschmack, Fähigkeiten der Agentur und natürlich Datenstruktur. Was SEO anbelangt, ist es so, dass einerseits natürlich auch Drupal einige Module bietet, so wie das MetaTag-Modul, Yoast oder sonstiges, um gewisse Einstellungen vorzunehmen und die SEO-Performance zu optimieren. Das schützt aber trotzdem nicht, dass natürlich eine gute Codequalität und einfach eine Konfiguration des Systems essentiell ist. Also wir nutzen die besten Module nichts, wenn wir unfähige Programmierer am Anfang sitzen haben. Und ein etwas, auf was ich sehr stolz bin bei Drupal, ist im Bereich Accessibility. Also Sie wissen ja vielleicht, dass ab 1. Januar 2016 laut Bundesbehindertengleichstellungsgesetz Webseiten im öffentlichen Bereich alle barrierefrei sein müssen. Private Unternehmen sind da jetzt noch nicht so im Zugzwang, es wird auch noch kommen. So wie in Norwegen zum Beispiel, da müssen alle Internetauftritte barrierefrei sein. Drupal hat das einzige barrierefreie Backend. Also man kann da quasi auch als sehbeeinträchtigter mit einem Screenreader ganz normal durchgehen und das navigieren. Ja. Dann sage ich an der Stelle Danke und habe schon eine Frage aus dem Publikum gesehen. Ich hatte vorhin eine kurze Anmerkung. Der Code gehört natürlich trotzdem dann nicht der Firma, die die Veränderungen von einem GPL-Code beauftragt, sondern man kann keine Lizenz gebrauchen. Wenn ich das auf dem Kundenserver ausliefere, genau, und mit Drupal entwickle, der Custom PHP-Code, der noch dabei ist, gehört trotzdem jetzt nicht mehr. Sonst müsste das. Sie sind der Urheber, aber er darf nicht lizenzkosten weiter verkauft werden. Also jeder darf ihn gratis verwenden, der den Code bekommt. Aber im Urheber sind nur noch Sie. Ja, der stimmt natürlich, der stimmt. Aber wie gesagt, aber Eigentümer des Produkts und Weiterentwicklungsrechte gehen an den Kunden über. Genau. Ja. Es ist nicht das einzige System, was ein barrierefreies Backend hat. Contao zum Beispiel hat es auch. Bitte? Contao? Contao.
Dann, Entschuldigung, also wie gesagt, das ist von einer Studie von der Hilfsgemeinschaft aus dem letzten Jahr. Ja. Da wurden eben auch Typo 3 und so weiter untersucht. Bei Typo 3 war es zum Beispiel mit den Icons, dass die eben barrierefrei waren. Aber wie gesagt, Kontaktung und gerne. Dann nehmen wir das auf und leiten es auch gerne weiter. Vielen Dank. Dann darf ich gleich die Anastasia zu mir auf die Bühne bitten.